frisch auf, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Wandervideo. Heute gibt es die Wanderung zur Zuhause-Challenge, wo ich von dem Thomas aka Wanderblock nominiert wurde. Der hat mir eine schöne Route geplant. Der Startpunkt ist der Funkturm da in der Nähe des Wasserturms. Und das wird auch der Zielpunkt wieder sein. Da hinten wird ein bisschen Schlitten gefahren. Wie ihr seht, es hat geschneit. Also wünsche ich euch viel Spaß auf dieser knapp 17 Kilometer langen Runde rund um Solingen zur Zuhause-Challenge. Und dann wünsche ich euch an dieser Stelle viel Spaß mit dem neuen Video und schön, dass ihr dabei seid. Und herzlich willkommen unweit der Kronenberger Straße. Der Track führte mich normalerweise jetzt hier runter, aber endete an einer verschlossenen Tür, was ich mir fast schon gedacht habe, weil der Plan, den der Thomas da gemacht hat, den kenne ich in groben Zügen auch. Einige Punkte bin ich da auch schon angelaufen und angewandert. Wäre aber nie im Leben auf die Idee gekommen, hier den Weg her zu planen. Aber ist doch cool, dann weiß ich für die Zukunft, dass das Tor da hinten zu ist. Da war auch eine Kette vor, aber wahrscheinlich für Autos. Macht jetzt aber in dem Fall auch nichts. Dann gehen wir jetzt ein kleines Stückchen hier die Kronenberger Straße runter. Und dann geht es rechts hoch. Da kommen wir im Prinzip auf der anderen Seite von der Tür raus. Die zeige ich euch gleich. Und dann geht es an der Treppe hoch. Richtung Hasselstraße, Hasseldelle und sowas alles. Maigen werden wir noch sehen heute. Also freut euch auf das ein oder andere Highlight hier auf der 17 Kilometer Zuhause-Challenge Wanderung durch das verschneite Solingen. Ja, und zack sind wir raus aus der Kleingartensiedlung. Da war noch ein Herr mit Hund. Ich weiß nicht, ob der da mit dem Hund trainiert hat, dass der Hund da nicht bellt oder was. Der hat auf jeden Fall die ganze Zeit gebellt. Also viel Glück an dieser Stelle. Und was ich an dieser Stelle nochmal sagen sollte oder wollte zu dieser Wanderung. Ich hätte natürlich auch meinen eigenen Weg planen können oder ich hätte einfach stumpf irgendwo einen Rundkurs laufen können. Wollte aber explizit nicht das Gleiche machen, was ich eigentlich immer ablaufe, so sage ich mal, was so meine regelmäßigen Wege sind. Deswegen habe ich den Thomas angeschrieben per Instagram und habe ihn gebeten, mir eine schöne Tour zu planen. So 15 Kilometer so in dem Dreh, ein Rundkurs, Start- und Zielpunkt wäre dann wie gesagt der Funkturm. Da kommen wir dann später auch wieder an. Und also ich bin sehr gespannt, was es hier für eine Tour gibt heute. Denn beim letzten Mal bin ich hier schön geradeaus und dann sind wir, glaube ich, Richtung Münchner Brücke und sowas gelaufen. Diesmal geht es aber gleich da hoch. Und wie gesagt, das eine oder andere kommt mir bekannt vor, vieles aber eben nicht und darum soll es mir auch gehen. Ich möchte auch neue Ecken entdecken von Solingen. Ich habe bei weitem noch nicht alles gesehen und so freue ich mich auf neue Impressionen, neue Ecken mit euch kennenzulernen und entdecken zu können, ja, die ich vorher noch nicht kannte. Thank you.
Ja, und damit begrüße ich euch recht herzlich in Solingen-Maigen. Ihr habt gerade die Grundschule Maigen gesehen. Also jedes Mal, wenn ich in der Ecke bin und das Haus sehe, dann denke ich immer automatisch irgendwie an Weihnachten. Da kommt bei mir so ein bisschen Weihnachtsstimmung auf. Ich kann aber nicht erklären, warum das so ist. Und ja, unweit hier ist auch der Teegartener Kopf. Das ist ja ein Aussichtspunkt, wo man weit ja, bis in Solingen-Mitte reingucken kann, wo man so verschiedene ja, Highlights sieht. Das hat der liebe Thomas leider ausgelassen, macht aber auch nichts. Beim letzten Mal war das Ding sowieso gesperrt. Und von daher, ja, es läuft sich gut. Ich habe eben unten an dem kleinen Bächlein meine Jacke ausgezogen, zumindest die Jacke, die hier drunter ist. Wenn man doch, wenn man in Bewegung ist, doch ordentlich schnell Wärme aufbaut. Und so freue ich mich, euch mit weiteren Eindrücken hier von Solingen-Maigen ja, zu beglücken. Und damit geht es dann auch heiter weiter. Ja, und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen im nächsten Waldstück. Richtig toll. Mach mal eben ein bisschen leise hier die Navigationsanweisung. Wir sind hier jetzt auf dem Eulerweg. Ne, in 40 Metern sind wir auf dem Eulerweg. Und wir sind unweit des Sattelsbergs. 207 Meter in der Höhe. Da werde ich ein kleines Päuschen machen. Da habe ich wieder ein bisschen Kaffee dabei und ein bisschen was zu essen. Denn es soll ja auch Spaß machen. Man soll ja jetzt hier kein Klingelfahrtmarsch mit den 70 Kilometern werden. Gar ein 100 Kilometer Marsch. Sondern das soll ja auch eine entspannte, angenehme Runde sein. Sowohl für mich als auch für euch. Mit tollen Eindrücken. Hier finde ich, sowas finde ich immer interessant. Diese Wanderwegzeichen hier. Die sind so standardisiert, meine ich. Gewisse zumindest. Und jedes Mal überlege ich mir, was könnte dieses eckige Wanderzeichen heißen? Ich weiß, bei Wikipedia gibt es eine Erklärung dafür. Ich habe aber jetzt auch keine Lust gehabt nachzugucken. Aber trotzdem ist es interessant, ja, dass es so standardisierte Wanderwegzeichen gibt, die es überall gibt, die natürlich immer eine andere Route darstellen, aber für den regionalen Bereich halt immer ja, einen gewissen Rundkurs oder irgendwie sowas in der Art. Genauso wie ja, dieser runde Kreis ist in dem Fall ein Rundkurs und der kann dann zusätzlich nochmal erweitert werden mit einem Buchstaben, mit einem W oder einem S. Ihr hört, 207 Meter machen sich bemerkbar und so würde ich sagen, melde ich mich gleich nochmal wieder oben auf dem Sattelsberg. So, herzlich willkommen an einer durchaus sehr maroden Bank. Wenn ich die so ein bisschen bewege, bewegt es wahrscheinlich auch die Kamera mit. Ja, der Ausblick ist ganz toll hier vom Sattelberg. Sattelsberg oder Sattelberg, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Und ich habe ja gesagt, ich wollte hier eine kleine Kaffeepause machen. Das mache ich jetzt auch. Ich stoppe jetzt erstmal eben die Aufzeichnung, damit ihr hier nicht irgendwelche wilden Zahlen hier aufzeichnet. Das haben wir ja beim Dominik gesehen, denn er hat kurioserweise bei dem Klingelfahrtmarsch ja, einige hundert Meter mehr auf Uhr gehabt, im wahrsten Sinne des Wortes als ich. Liegt aber daran, dass wohl die Garmin-Uhr die Bewegungen, die da passieren, auch alle mit aufzeichnet. Und so kommt es halt, dass da einige Meter mehr drauf sind.
als eben nicht, ja, als bei mir. Aber soll jetzt auch egal sein. Wir haben beide die 70 Kilometer ordentlich gerockt, kann man nicht anders sagen. Und so würde ich sagen, gibt es jetzt erstmal eine kleine Kleinigkeit zu trinken. Ich habe es ja schon in einem ein oder anderen Video gesagt, es gibt für mich nichts Besseres bei so Temperaturen, ein schönes warmes Getränk zu haben. Deswegen habe ich heute wieder mal die Thermoskanne von EcoTanker, die Thermotanker dabei. 0,8 Liter passen da rein, aus Edelstahl. Und ich bin mir sicher, der Kaffee, der da drin ist, ist noch ordentlich heiß. Das werden wir gleich zusammen uns anschauen. Das stelle ich hier mal gerade wieder hin, ohne dass sie hier runterfällt. Mach mal eben den Becher von mir hier drauf. Und ebenso habe ich wieder meine Lunchbox mit dabei, diese kleine hier, die Pocketbox. Ich habe ja eigentlich noch nie diese große Lunchbox gezeigt, aber die blende ich euch jetzt mal ein. Denn da passen zwei von diesen kleinen Boxen mit rein. Und ja, so kann man dann die entsprechenden Gerichte so ein bisschen separieren. Wenn man jetzt was Herzhaftes hat und was Süßes, könnte man das so entsprechend dann trennen, ohne irgendwie jetzt Folie oder Ähnliches verwenden zu müssen. Also dieser Umweltgedanke oder diese Nachhaltigkeit, die ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ich habe mir hier heute ein paar Milchbrötchen reingepackt. Die habe ich beim Klingenfahrtmarsch auch mit dabei gehabt. Also schaut euch mal gerne unten in der Videobeschreibung den Link an. Da kriegt ihr eine Übersicht über die kompletten Produkte und das Sortiment. Und mit dem Rabattcode M2022 bekommt ihr nochmal 15% auf euren Einkauf. Also zuschlagen, liebe Leute. Und ich schütte jetzt erstmal ein bisschen Kaffee in meine Tasse. So, der Kaffee ist eingeschüttet, also werde ich mir jetzt erstmal einen schönen leckeren heißen Schluck Kaffee gönnen und dann geht's gleich heiter weiter. Ja, da waren wir ein kleines Stückchen auf dem Klingenfahrt unterwegs. Schöne Grüße an den Dominik an dieser Stelle. Und schöne Grüße an Julius und Maxim. Mich da unten in dem kleinen Wäldchen angesprochen haben, ob ich Fritz Meinecke wäre. Schöne Grüße an euch beide. Und schöne Grüße auch an Fritz Meinecke. Falls du das Video sehen solltest, vielleicht irgendwann mal. Ja, jetzt geht es gleich wieder runter in ein weiteres kleines, wundervolles Wäldchen. Weinsberger Bach habe ich schon bei Komoot gelesen. Ja, sind jetzt noch circa 6 Kilometer.
bis zum Zielpunkt wieder. Und mir ist schon wieder ordentlich warm. Also die Steigungen hier, die haben es teilweise richtig in sich. Und normalerweise wäre für heute ja der Klingenfahrtmarsch angedacht gewesen. Glücklicherweise wurde das terminlich eng, sodass wir das auf Anfang der Woche verschoben haben. Und so war das Wetter perfekt für unseren 70 Kilometer Marsch. Falls ihr das noch nicht gesehen haben solltet, verlinke ich euch das jetzt mal oben links oder rechts. Ich kann mir das nie merken. Und so geht es heiter weiter Richtung Weinsberger Bach. Und da gehen die nächsten Grüße raus an dich, mein Lieber, der griechische Läufer Dimi. Dir bin ich gerade über den Weg gelaufen. Arschkeine Nummer. Schöne Grüße an dich auf jeden Fall nochmal. Du warst ja der oder er ist derjenige, der mich, seitdem ich hier diese YouTube-Videos mache, ja das erste Mal erkannt hat und mich angesprochen hat, im Bären noch damals, im Januar. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen. Also richtig toll. Schöne Grüße an dich nochmal. Normalerweise würde der Weg jetzt etwa hier so diagonal reingehen. Da war ich auch, aber da standen drei Leute zusammengekugelt irgendwie an der Mauer. Das war mir nicht Kojic. Wenn ihr versteht, was ich meine, deswegen gehe ich jetzt einen kleinen Bogen außen rum. Aber wir laufen jetzt auf Hauskirchheide zu. Das Standesamt. Ja, da kann man auf jeden Fall eine tolle Zeit verbringen. Heiraten in dieser Stille. Schöne Grüße auch an meine Frau. Ich liebe dich sehr. Wir haben ja auch damals hier geheiratet. Und ja, danach in der Gaststätte Rüdenstein unsere Hochzeit gefeiert. Ja, das war eine richtig feine Gesellschaft, feines Essen. Ich weiß noch, das Wetter war sehr schwül und warm. Aber ja, so ist es halt im Sommer. Und ja, so langsam kommen wir unserem Ziel, dem Funkturm, immer näher. Aber bei der Streckenplanung ist die ein oder andere Schleife noch mit drin. Also lasst euch weiterhin überraschen. Und somit geht's weiter. Ja, was gehört zu einer Challenge auch dazu? Selbstverständlich einige Leute zu nominieren. Grundsätzlich kann jeder von euch an dieser Challenge teilnehmen. Schnappt euch Komoot oder Outdoor Active oder welche Routen-App oder wie auch immer, was ihr auch immer nutzt. Macht eine schöne Runde, nehmt die Kamera mit, wenn ihr Lust darauf habt. Dann verlinkt ihr mich gerne bei Instagram oder bei YouTube, ja, dass ich mir die Videos gerne anschauen kann. Und ja, ich möchte insgesamt drei Leute nominieren und zwar einmal die Carmen. Schöne Grüße an dich, meine Liebe. Carmen Goes Hiking. Ich glaube, du ja, bist auch prädestiniert für so eine tolle Runde durch Bochum. Und da würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Als zweiten nominiere ich den Merlin. Schöne Grüße an dich, mein Lieber. Schöne Grüße in den Schwarzwald. Ich glaube, dass er oder ich glaube, dass du auch eine schöne Wanderung da durch dein Heimatstädtchen oder wo auch immer du wohnen magst, machen kannst. Würde mich auf jeden Fall auch sehr interessieren. Und als dritten nominiere ich Eno Seyfried. Schöne Grüße an dich, mein Lieber. Schöne Grüße nach Leipzig. Ich glaube auch, dass du oder dass er auch ebenfalls eine sehr, sehr interessante Wanderung, wenn es auch eine Stadtwanderung ist, machen kann. Weil ich glaube auch, dass er sehr viel zu erzählen hat über die Stadt, über die Umgebung, wo er wohnt. Und so würde ich mich freuen, wenn alle drei die Nominierung annehmen und ein entsprechendes Video machen und mich dann entsprechend vielleicht bei Instagram oder wo auch immer verlinken. Dann kann ich die entsprechend auch weiterteilen. Und für mich geht es jetzt hier vom Pilkhauser Bachtal einmal runter und wieder hoch. Und ja, wie gesagt, die Tour ist noch nicht zu Ende. Das wird hier hoffentlich, oder denke ich, die letzte großartige Steigung sein. Und so würde ich sagen, geht's heiter weiter auf die letzten Kilometer.
Liebe Leute, herzlich willkommen zurück am Startpunkt. Auch wenn wir noch nicht hundertprozentig am Startpunkt sind, werde ich mich aber gleich rumdrehen. Dann könnt ihr auch sehen, dass da vor mir der Funkturm thront. Aber der versteckt sich noch so ein kleines bisschen hinter den Häusern. Also, schönen Dank nochmal an den Thomas vom Wanderblog. Sein Kanal ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und nochmal die Erinnerung an die Carmen, an den Merlin und an den Enno für die Nominierung. Wie gesagt, ich werde das entsprechend bei Instagram noch so ein bisschen kommunizieren und die Leute dann auch taggen, damit die das auch wissen. Und so heiße ich euch jetzt recht herzlich willkommen, auch wenn es hier ein bisschen laut ist. Da oben ist der Funkturm. Da oben könnt ihr sehen. Das ist mein Start- und Zielpunkt. Somit bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Über Feedback und Kommentare selbstverständlich auch. Und falls ihr es noch nicht getan haben solltet, dürft ihr natürlich gerne auch meinen Kanal abonnieren. Mit diesen Worten bin ich raus. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns garantiert im nächsten Video. Bis dahin, euer Jörg. Ciao.